Hallo, hier ist Liha 2004. Heute gibt es ein Video zu den kuriosen Ereignissen, die in dieser Saison passiert sind. Und wir fangen mal direkt an mit dem VfL Osnabrück. Hier habe ich auch ein Osnabrück-Trikot dazu an. Und zwar hatte der Osnabrück im Spiel gegen den FC Zwickau zweimal Anschuss. Und zwar nicht, weil sie einmal normalen Anschuss hatten und ein Gegentor kassiert haben, sondern einmal zur ersten Halbzeit und zur zweiten Halbzeit. Das heißt, sie haben beides Mal das Spiel eröffnet. Und so sollte das hier eigentlich nicht sein, dass ein Verein zweimal Anschuss hat, zweimal zu den Halbzeiten. Und das ist die erste Kuriosität. Und da bleiben wir doch direkt in der dritten Liga, denn die nächste Kuriosität hat auch was mit dem VfL Osnabrück zu tun und mit dem SV Lotte, also ein Derby in der dritten Liga. Und zwar wurden wegen Glatteis die Seitenlinien weiter nach innen verlegt, da die normalen Seitenauslinien halt zugeschneit waren und da Schneeberge drüber waren und Glatteis. Und deshalb wurden diese Linien halt 2,5 Meter ins Feld gelegt. So, jetzt kommen wir hoch in die zweite Liga und zwar geht es um den Holstein Kiel. Und zwar hatten die ein Trikot am Anfang der Saison, welches dann von der Liga verboten war. Und zwar sieht das als T-Shirt so aus. Der Sponsor hat mir das, war nämlich so nett, hat mir das zugeschickt. Und zwar war dieses Trikot verboten, weil dieser Druck halt von dieser Karte halt aufgedruckt war. Und das muss eigentlich aufgewebt sein. Zum Beispiel bei den Bayern-Trikots kennt man das ja. Da sind ja häufig so Rauten drauf, aber die müssen halt gewebt sein in das Trikot. Und nicht gedruckt und deshalb durften die Spieler aus Kiel nicht mit diesem Trikot in der zweiten Liga auflaufen. Und dann bleiben wir noch einmal in der zweiten Liga und zwar geht es um den MSV Duisburg. Und zwar habe ich auch das Trikot und dazu auch ein Video gemacht zu dem Tor, was der Marc Flecken kassiert hat, als er sich umgedreht hat und der Ball schon im Tor war, er mit seiner Flasche da stand. Das habe ich auch hier nachgespielt und Gerrit Naube hat dazu auch was gesagt. Danke dafür nochmal. Und das war halt auch eine kuriose Szene in dieser Saison, was auch lange in Erinnerung bleiben wird. So, haben wir uns jetzt über hochgearbeitet bis in die erste Liga und zwar zum FC Bayern. Und zwar hat Niklas Süle in dieser Saison 4 Tore geschossen. 3 davon war gegen Bayern, also er hat 3 Eigentore gemacht. Und ich glaube, er ist jetzt 22 oder 23 oder das auf jeden Fall. Damit ist er Rekordhalter, der jüngste Spieler in der Bundesliga, der 3 Eigentore in einer Saison geschossen hat. Ich hoffe mal, das passiert ihm bei der WM nicht, das wäre nämlich nicht so gut. So, und für den letzten Saisonhöhepunkt gehen wir dann nochmal in die Premier League. Und zwar war dort das Spiel Manchester United gegen Newcastle United, deshalb auch das Newcastle-Trikot. Und zwar war es ein nicht so umkämpftes Spiel, weil Manchester United mehr Chancen hatte. Aber dann ist Chris Smalling in der Vorwärtsbewegung noch in der eigenen Hälfte eine Schwalbe gemacht. Und das hat der Schiedsrichter erkannt, das wurde dann abgepfiffen. Und daraus gab es dann einen Freistoß, zu dem das Tor führte von Richie, der ungefähr 2 Jahre nicht getroffen hat oder kein Tor geschossen hat. Und so hat Newcastle dann das Spiel durch dieses 1:0 gewonnen. Ziemlich dämlich von Smalling, dass es dann durch so eine Schwalbe passiert ist. Und ja, Newcastle hat damit dann auch den Klassenerhalt geschafft. Vielleicht waren diese 3 Punkte ja ausschlaggebend für die Motivation. Und ja, das, was zu diesem Video, wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Kuriositäten aus der Saison wisst und ciao.